So, liebe Leute, weiter geht's heute mit Need for Speed anbauen. Wir machen heute weiter mit unserem Lamborghini, der jetzt Conny heißt. In Cottage. Weil es irgendwie das erste, was mir so eingefallen ist. So, wir wollten mal kurz, wir können ja mal gucken, ob wir den Autos ein bisschen tunen können. Oder ob wir die Kohle nicht dafür haben. Wir haben doch gar kein Geld. Geld machen. Ja, es geht jetzt nicht anders. Wir müssen erstmal Geld machen. Gut, das heißt, wir gehen erstmal rein in die Rennen. Das ist die Karte. Wenn du dein Ziel aus, um eine Strecke festzulegen, bevor du die Garage verlässt. Du kannst die Karte in der Welt, die das wird öffnen, wenn du Touchpad drückst. Das ist ja der Treffpunkt. Hier startest du Rennen, während Events und verdienst Geld. Unter dem Treffpunkt alle die heute verbürgerten Events aufgeführt. Wähle diesen Treffpunkt, um die heutigen Events auszusehen. Wähle eins aus, bevor du losfährst. Ja, viel Text, klar, am Anfang sowieso. Wenn der Treffpunkt, um dir anzusehen, welche Events heute laufen. So, wir haben als erstes mal, was haben wir denn hier? Wir haben ein Straßenrennen, Fabrikrekord heißt das. Und ich würde sagen, das fahren wir auch direkt als erstes. Ich sage ja, das macht am meisten Sinn. Das machen wir auf jeden Fall als erstes. Weil. Hey Ryder. Hey Kiddo, wie ist die Lage da draußen? Wir sind gerade erst los, also entspannt. Hey Ryder, kennst du einen Ort, wo man in den Heights gut essen gehen kann? Ich hab gesagt, nicht in die Heights. Alles Arschlöcher da. Alles klar. Wir suchen uns einfach was, wenn wir da sind. Vielleicht braten wir uns ein Steak über einer brennenden Mülltonne. Hey! Sie macht Witze, nur Witze. Machst du doch, oder yes? Na klar, total. Nee, ist doch richtig. Wir müssen sowieso erstmal Geld machen. Alles andere bringt jetzt erstmal nichts. Vorher können wir unser Auto natürlich nicht tunen. Wir müssen wenigstens so aussehen, als wüssten wir, was wir tun. Sonst hängen die Pros nicht mit uns ab. Okay, okay. Ich meine, wir sind gut genug, richtig? Unsere Karre sollte unseren Ambitionen entsprechen. Sie sollte gut aussehen. Es geht um mehr als nur den Sieg. Hoffentlich blamieren wir uns nicht. Bleib einfach bei mir. Ich weiß, was läuft. Da war ein Kopf. Also sind diese Pfeile da oben, was auch immer, diese schwarze, weiße Dingenskirchen da. Oh, Hilfe. Ich glaube, ich bin hier gerade so ein bisschen falsch. Ich glaube, ich bin hier gerade so mal ein bisschen neben der Spur. Ein bisschen falsch auf der Ecke hier. So, da vorne ist das. Ist irgendwas. Aua. Ich nähere mich den Treffen. Ja, sich unten, okay. Boah. Sonst sind bei diesen Treffen nie so viele Leute. Du solltest jetzt besser voll konzentriert sein. Ja, das würde ich auch mal behaupten. Ja, starten wir rein. Würde ich sagen. So, wir wollen ein erstes Rennen fahren, sollen das erste Rennen fahren, sollen im Idealfall gewinnen, um die volle Kohle einzusacken. Ich pack das. Ich mach das. Ich mach das wirklich gerade. Gut so, bleib dran. Ja, mit einem scheiß SUV, das war mir von Anfang an war mir klar, dass du da jetzt unbedingt abbiegen musst. Geh mal weg da.
gehalten werden, behaupte ich, du hättest mich entführt. Hey, Moment mal. Scherz. Ich bin froh, mit dir im Wagen zu sitzen. Das ist schon lange fällig. Aber sag das Rydell nicht. Ihm was sagen? Aua! Das wollte ich hören. Ja, den LKW, den habe ich tatsächlich übersehen. Der ist aber auch gerade schön im Dunkeln aufgetaucht. Ich bin jetzt mal dritter, ne? Momentan, ja, das geht noch. Okay, wir sind dran. Die zwei da vorne, die kriegen wir noch. Hoffe ich zumindest. So, ich muss jetzt gerade ein bisschen. Ich muss mal gerade wieder so ein bisschen in die Spur zurückkommen. Alter! Weiter vorne ziehen, aber doch ein bisschen weg jetzt gerade, muss ich zugeben. Wir werden tatsächlich nur Dritter, oder? Ja. Scheiße! Wir sind sogar nur Dritter geworden tatsächlich. Das ist, ja, ist gut. Wir haben 2300. Wir müssen es, wir werden es nochmal versuchen, komm. Das war ja zuerst mal nur zum Aufwärmen. Der Nagel zeigt dir jetzt mal, wo der Hammer hängt. Oh, die Schütze. Das Rennen ist noch lang. Oh, oh. Das war ganz schön erbärmlich. Vier momentan. Zum Platz drei. Ja, alles gut, wir kriegen nicht noch. Jetzt sind wir zumindest erstmal mit dabei vorne. Jetzt sind wir nämlich Zweiter. Guck nicht hin, aber ich zieh gleich vorbei. Ach was, du wirst nichts ziehen. Außer die Leine. Oh, oh. Ist das ein Korvett vor mir? Sieht so aus, ne? So, die haben wir mal überholt, hier die Gute. Hallo. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren hier auf dem Rennen. Wir fahren immer noch Serienauto, ne? Abgesehen davon. Wir haben noch nichts an dem Auto gemacht. Das kommt ja alles noch. Aber dazu müssen wir ja nur erstmal Geld verdienen. Das ist natürlich schön am Arsch jetzt da hinten. Aber wir gewinnen unser erstes offizielles Event, wenn auch erstmal nur am zweiten Versuch. Wir holen uns erneut 3000, die volle 3000. Also haben wir 5300 jetzt verdient oder was durch die Events? Würde ich mal spontan behaupten, oder? Haben wir jetzt 5000? Ne, 3000 haben wir. Okay? Ich dachte, ich werde jetzt 5300, bekommen wir ja. Das war ein komisches Rennen. Da hat Style gefehlt, weißt du? Als ob du irgendwas von Style verstehen würdest. Ich lass dich das Ding nur fahren, weil du dich sonst langweilen würdest. Oh, ich hab genug zu tun. Auf der Motorhaube posieren, cool aussehen,
Aber wenn ich die Rennen veranstalte, werden sie absolut episch sein. Wenn du die Rennen veranstaltest? Ich habe nicht vor, ewig in der Werkstatt zu sein, weißt du? Ich habe Ambitionen. Ambitionen, endlich Style zu finden. Ich habe immer einen Plan. Oh, daran zweifle ich nicht. Nur daran, dass du Style hast. Bürgermeisterin Morgan Stevenson unterstützt den Wiederaufbau von Lakeshore. Denn eine Stadt ist nur so stark wie ihr Fundament. Warte mal, wir müssen hier lang. Hier ist Weihnachts. Einen Firmensitz nach dem anderen. Na toll. Gerade aussuchen. Jawohl. So, wir holen uns die 3000. Und damit haben wir ganz, ganz, ganz bisschen. So, Farbeffekte. Der Wagen sieht gut aus. Die Fahrerei war auch nicht schlecht. Das Zeug scheint gut zu harmonieren. Ach ja, hast du die neuen Autos draußen gesehen? Eins davon soll morgen zum Kunden zurück und es braucht noch ein wenig Jasmine-Magie. Cool. Kein Ding, Boss. Ich kümmere mich heute Nacht drum. So, gucken wir mal. Wegen Buddy Kids. Ach so, wir können diese durchgestrichen. Ich dachte, wäre jetzt sowas gewesen, dass wir das umsonst hätten bekommen können, aber nein. Okay. Noch können wir da nichts machen. Folie bearbeiten. Wir können mal bei der Community reingucken, was die so haben. Was haben wir hier? Kann ich mal kurz drauf gucken? Gold, ja, okay. Das sieht aber nicht schlecht aus hier eigentlich. Das gefällt mir sehr. Das habe ich, glaube ich, damals auf meinem... Ach man, ich wollte ja jetzt nicht da... Ich will mir mal die Dinge angucken. So, gucken wir mal durch, ob die doch hier was Schönes haben. Sieht gar nicht so schlecht aus hier. Speed Hunters. Okay. Was ist das hier? Ah, okay. Auf der Police, ja. Ich glaube, wir nehmen das hier. Das sieht gut aus. Das nehmen wir mal. So, Erfolg, jawohl. So, die brauche ich nicht verarbeiten. Wir können leider noch nichts machen, wirklich. So, Individualisierung, Hupe, Neon. Können wir auch uns gerade noch nicht leisten. Luftfederung, brauchen wir noch nicht. Hupe, ja. Fahrradklinge. Nee, das lassen wir einfach so, wie es ist. Ich klingt zwar witzig hier.
So. Karosserieteil, können wir. Warte mal. Ich würde ja gerne mal. Okay, Felgen, zumindest mal neue Felgen drauf. Haben wir ein bisschen Kohle für Felgen? Ja. Schön, der BPS-Felgen. Ja, nehmen wir so mit. Wir haben leider für die hinten noch gar keine. Nee, wir lassen sie erstmal so, wie sie ist. Ich hätte mir natürlich die Felgen dann irgendwann auf der Hinterachse. Wir haben jetzt wahrscheinlich Hinterachse neu kaufen, oder? Ja. Okay, wir lassen sie erstmal so, wie das ist. Wir werden uns dann Step by Step drum kümmern. Diffusor, nee. Okay. Auspuff. Immer. Alles können wir uns auch nicht leisten. Wir können es momentan nicht wirklich viel. Vielleicht mal noch ein Hexboiler oder so vielleicht. Auch nicht. Nee, wir können gerade sehr, sehr wenig an dem Auto machen. Wir müssen also weiter Geld verdienen. So. Gut, da wäre wieder 6000er. Das werden wir wahrscheinlich dann fahren, oder? Nee, geht nicht. Wir haben doch gar kein Geld, wir müssen das für Startgeld bezahlen, okay? Kann ich jetzt erstmal gar nichts machen hier, oder? Ohne Scheiß, kann ich jetzt echt nichts machen? Warum kann ich gerade nichts machen? Es sieht zumindest echt so aus, als könnte ich. Allerdings. Ja, ich würde ja gerne. Startgeld. Hat die kein einziges Rennen hier, wo ich jetzt sagen kann. Das ist jetzt blöd, weil ich habe die 4000 nicht. Das ist jetzt blöde. Ich will gerne weiterfahren. Wie kann ich jetzt Geld verdienen? So nebenbei. Das wäre jetzt. Ja, ich weiß, das ist das letzte Rennen, das wir jetzt so aufhaben. Oder muss ich auf Tag gehen, Tagmodus gehen? Da geht's momentan nicht weiter. So, scheinbar. Straßenrennen, Shoppingtour. Ach doch, hier unten ist was. Alles klar. Okay, ich dachte, es geht nicht weiter. Gut, okay. Ich muss mich trotzdem jetzt irgendwie so ein bisschen reinfinden, das Spiel. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder und dann machen wir mal mit dem nächsten Event weiter. We'll be right back.